Ah, ich könnte jetzt mal gleich hier diese Monster-Ulti auszünden. Dann könnte ich auch mal quasi Erster werden, ne? Weil da gibt es ja hier so einen netten Special, ne? Den werden wir jetzt mal machen. Weil wir haben ja gerade so viel Power und dann werden wir den mal da ordentlich vorne den Arsch versohlen. Ja, ja, das macht Spaß, ne? Ja. Ja, ist ja gut, Mann. Ach du Scheiße! Ja, ich bin noch nicht oft das gefahren so. Kann ich auch nicht wissen, was auf mich zukommt. Aber anscheinend hat es die da vorne nicht erwischt. Alter, was mit der Strecke hier los, ey. Ja, ist ja gut, Mann, Scheiße. Immer wenn ich diese Monster-Power-Ups auslöse, bringt das immer den anderen was. Mir bringt das nie was. Das ist unglaublich. Unglaublich scheiße. Ja, so gehört sich das. Assis, ey. Torpedo wieder, er mit seinem Kurvenfahren, ne? Obwohl, das ist noch ein bisschen einiges bis zum Ende der Strecke, also das kann auch. Es kann auch spannend werden. Müssen wir mal gucken, was passiert. Oh, da hat er sich selbst zerlegt. Ah, 5,4 Sekunden, das wird eng. Besonders wenn scheiß Torpedo mich wieder nervt. Was machen die denn hier? Ja, ja, wenn ich da schon wieder durchgefahren wäre, ne? Wäre wieder irgendwie. Jetzt habe ich den doch schon noch überholt. Ja, ist ja gut, ne? Aber er überholt wieder mich. Was? Zwei Stück dann gleich? Ja, sicherlich. Für den Arsch. Aber qualifiziert bin ich, glaube ich, trotzdem. Scheiß Mega-Teile. Die sehen zwar ganz gut aus, aber ich fahre dann überall rein, weil ich keine Ahnung hat. Nicht qualifiziert. Ja. Das ist schön, dann können wir das ja gleich nochmal fahren. Diesmal werde ich das Mega-Event nicht auslösen. Oder vielleicht doch, weil ich jetzt ja weiß, wo ich herfahren muss ungefähr. Ja, fahren wir den mal nochmal und fahren wir das Event nochmal und dann fahren wir das hier alles nochmal durch. Scheiße. Ja, das Spiel wird anspruchsvoller oder man kann im Wohnzimmer nicht zocken, wie auch immer. La la la, ja, macht Spaß hier. Ich glaube, das hatten wir eben auch schon mal. Ich fahre immer gleich. Immer gleiche Scheiße hier. Mit dem, wenn ich ein gleiches Auto hab. Immer dasselbe. Ach, da macht mir auch unglaublich Spaß. Mach ich immer sau gerne. Den anderen dann immer voll ein miteimern. So. Aber wenigstens mal Vierter, das hört sich noch relativ gut an. Kann man noch verkraften. Diese Kurve verstehe ich immer nicht, wie andere die so gut durchfahren können. Ah, aber die haben auch andere Autos. Die haben viel bessere. Ich kriege immer nur die Gammelautos. Scheiße. Aha. Da war wieder einer wütend auf mich. Ja, wenn dann aber auch richtig hier, ne? Ja. Mensch. Komm, machen wir super Event. Wissen wir ja jetzt auch ungefähr, wo wir herfahren müssen, ne?
So, ganz ungefähr. Ja. Da müssen aber auch die hinter mir alle immer was mir auf Birne geben. Oh! Assis, ey. Der ist durchgekommen durch das mega super Ding. Zum Kotzen, echt. Dreifach Zerstörung. I'm the Mega Destroyer. Mega Destroyer of all. Ach ja, habt ihr eigentlich. Das könnte mal, wenn ihr jetzt. Wenn ihr mal zuhört hier, dann könnt ihr mal sagen, wie ihr denn dieses Steam-Event gefunden habt. Weil das würde mich mal interessieren. Dieses Summer Camp. Da werden so sicherlich der ein oder andere mal gesagt haben: Mensch, da kaufe ich das ein oder andere Spiel oder da werde ich das ein oder andere Dingens machen. Wie viele Punkte habt ihr denn so abgesahnt oder Credits für, damit ihr gewinnen könnt und so? Wisst schon. Würde mich mal tierisch interessieren, weil dann kann ich mir ungefähr meine Gewinnchancen ausrechnen. Ja, ja! 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 Wichsen, ja! Ich wichse ja auch gleich einen in den Gesicht. Pass auf. Ja, da hat der Wichser mal ordentlich einen abgesahen, ne? So, und jetzt darf ich bloß keiner überholen. Das wäre nicht so schön. Weil erster ist schon das. Ich glaube, das lässt sich qualifizieren. Also das ist schon möglich, dass man da qualifiziert ist. Wenn man nicht, dann finde ich das schon ein bisschen komisch. Gucken wir mal. Ersten drei, denke ich, sind dann immer qualifiziert. Ich habe keine Ahnung. Du gewinnst 50 Credit Points. Schön, man kann auch erster mit dem Wagen werden, wie man gesehen hat. Ja, ja, aha, Sternchen, Sternchen ist wieder ganz oben mit dabei. Nur ein Stoß. Ein Stoß mitten in die Katze. Wo sind denn jetzt hier die... da? Das nächste Mal bei Split Second. Ja, das hört sich ja interessant an. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Indem wir sagen, nur ein Stoß in die Katze. Heute bei uns die letzte Split-Second-Folge vor dem Finale der Staffel. Amazing! Wo, oh, da scheinen mir hier irgendwie mehr Rennen zu sein. Ey, das eine Rennen ist gesperrt. Da braucht man noch 25 Credits brauche ich da noch für. Mann, 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 da steht er ja auch dauerhaft da unten. Gut zu wissen, ja. Nehmen wir wieder hier den Standardwagen. Die anderen sind ja total für den Arsch. Mal eine andere Farbe. Hier kommt man so ein bisschen dunkler. Immer noch gefährlicher. Jetzt wären wir garantiert erster durch dieses dunkle Rot. Aha. Ja. Mhm. Also. Ja. So. Da sieht der Wagen also wohl besonders, wenn es dunkel ist, sieht er dann nochmal noch ein Steckenpferd geiler aus, muss ich sagen. Hier schon wieder los. Ja, als ob das was bringen würde. Hätte ich mir da in den Arsch schmieren können. Obwohl, ne, in den Arsch. Naja. Oh! Sieht aber gut aus. Alle hier. Dann machen wir. Ja, diese Rohre, die bringen überhaupt nichts.
Das konnte ich eigentlich schon ahnen. So. Hat's ihn zerbröselt bis zum Knochenmark. Das Knochenmark, das ist dann verdunstet. Ja, was denn jetzt schon wieder los? Ja. Ja, unglaublich. Finde ich auch. So. Was die denn mir alles. Alles da hier. Nee. Nee, es ist okay. Finde ich gut, ja. Super Event hat jetzt schon wieder gar nichts gebracht. Ich weiß auch nie, was daran so super war. Die sind immer voll für den Arsch. Verballert man die ganzen Punkte. Ich will das dann immer nur zu Demonstrationszwecken. Jetzt habe ich irgendwie die Straße nicht gesehen, ja. Wollte ich das zu Demonstrationszwecken, will ich euch das immer zeigen, damit ihr wisst, Mensch, das bringt was oder das bringt nichts. Meistens bringen die Dinger nämlich nichts. So. Oder Mensch, die sehen ja gut aus und so. Ach so, hier, Elimination, ach, Evolutionsrennen sind wir gerade wieder dabei. Ja. Nehmen wir eine Abkürzung nochmal kurz. Abkürzung zum Tode, ja, das macht doch Spaß. Immerhin haben wir es auf dem 5. Platz geschafft. Wenn die nicht dieses scheiß Mega-Ding da wieder angezündet hätte, dann wäre das besser gewesen. Glaube ich. Dann hätte ich nämlich die Sachen für andere Sachen benutzen können. Und damit ist Sternchen nur auf dem 5. Platz gelandet. Aber im nächsten Rennen kann man das hier wieder fit machen. Und meine Farbe war anscheinend für den Arsch und jetzt darf ich sie nicht wechseln, verdammt. Ja, man kann sich auch mal in der Farbe irren, ne? Irren. Ihre. Was haben denn die Iren damit zu tun? Oder sind es eher die Illuminaten? Nehm. Gestern habe ich mir der Soldat James Ryan angeguckt. Und ich muss sagen, da sind sehr, sehr viele bekannte Schauspieler bei, so wie mir das mal da aufgefallen ist. Also, meines der Film auch relativ.